Tag 77 vor dem großen Finale. Hier ist wieder Vienna Calling, das Song Contest Magazin für Wien, direkt aus der Stadthalle. Hallo und herzlich willkommen. Es ist nicht die schillerndste Bühne, aber auch im Vorlesungssaal der Uni Wien spielt's heuer Song Contest. Denn am Institut für osteuropäische Geschichte gibt's ab dem Sommersemester eine eigene Song Contest Vorlesung. Was die Studenten dort lernen und wie ihr Professor und Hardcore Song Contest Fan auf diese Idee gekommen ist, Katharina Reigersberg hat für uns diese ungewöhnliche Vorlesung besucht. Herzlich willkommen. Heute beginnen wir unsere Veranstaltung über den Song Contest. Und wie können wir den Song Contest benutzen, um die Geschichte Europas besser zu verstehen? So kann Verstehen leicht fallen. Der Song Contest 1958, noch im Zeichen der Wirtschaftskrise, ein paar Jahre nach der Gründung des Europarates. Musikalisch untermalt und kommentiert von einem sympathischen australischen Jungdozenten, der nach einem bewegten Zugang zur Geschichte gesucht hat. Der Eurovision Song Contest ist nicht unbedingt der Überschrift, den man sonst bei Lehrveranstaltungen findet an der Uni Wien. Also keine Ahnung, mal schauen, was passiert. Als Vorlesung am Institut für osteuropäische Geschichte steht auch der von den damaligen Ostblockstaaten ins Leben gerufene Intervision Song Contest auf dem Programm und seine bewegte Geschichte. Nach dem Prager Frühling kann er nicht mehr in der damaligen Tschechoslowakei stattfinden. Von 77 war es in Polen, aber dann mit Solidarność, die Bewegung gegen die kommunistische Regierung, gab es auch Probleme und dann gab es auch den Intervision Song Contest in Polen nicht mehr. Auch der Eurovision Song Contest spiegelt immer wieder politische Konflikte. 1975 ein griechischer Beitrag für Zypern nach dem Krieg. Auch im Zeichen eines Krieges der Beitrag Kroatiens 1993. Don't ever cry, my Croatian sky, haben sie gesungen. Also es gibt viele, viele Lieder. Aber diese nationalistischen Lieder gewinnen nie. In unserem ESC-Ländercheck geht es heute zu unseren Lieblingsnachbarn. Und wer könnte uns besser erklären, was Deutschland und Österreich trennt und verbindet, als der Lieblingsdeutsche der Nation, Dirk Stermann. Warum er den Song Contest noch nie nüchtern erlebt hat und worauf sich die Deutschen hier bei uns in Wien einstellen müssen, Lisa Veitz hat den Moderator zum Wordrap getroffen. Super Atmung, super Laune, super Party, super geil, super horny, super sporty. Super sick, super geil, super Drehbuch, super Story, super Film. Alle Deutschen glauben, dass alle Wiener so reden wie André Heller. Wir Wiener wissen natürlich, dass eigentlich alle Wiener so reden wie Marco Arnautovic. Es ist super geil, super geil. Sie ist super geil, super geil. Er ist super geil, super geil. Denn du bist super geil. Eine Quatschveranstaltung, bei der ich viel Spaß hatte, weil ich sie jahrelang moderieren durfte fürs Radio und sehr viel getrunken habe dabei. Darum habe ich es eigentlich nur betrunken in Erinnerung. Super Sänger, super Show, super geil. Pampelmuse, 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 Pampelmuse. Super Outfit, super geil. Die Deutschen sollten über den Wiener wissen, dass der Wiener die Deutschen nicht allzu sympathisch findet. Super geil. Conchita Wurst und Christoph Waltz, weil beide Bärte haben und die Veranstaltung selber auch einen Bart hat und die beide sowas Weirdes, Internationales reingebracht hätten. Du bist super geil. Brücken bilden. Ihr Songtitel war offenbar Programm, denn genauso schnell wie ein Hurricane hat sich die Gruppe Westend in den 1980er Jahren wieder aufgelöst. Für einen Platz unter den Top 18 in der ewigen Song Contest Bestenliste hat es für die Formation rund um Gary Lux trotzdem gereicht. Hier ist Platz 11 der erfolgreichsten österreichischen Song Contest Starter. Hurricane heißt der farbenfroh inszenierte Song, der West End Platz 9 von 20 beschert beim Song Contest 1983 in München. Gary Lux ist The Voice. Er soll in den folgenden Jahren 5 weitere Male beim Song Contest antreten. Als Solosänger weit erfolgreicher als mit West End. Lassen Sie sich überraschen. Wer die Top 10 der rot-weiß-roten Song Contest Bestenliste eröffnet, das sehen Sie dann nächste Woche hier in Vienna Calling. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und einen schönen Abend. Vienna.